So, jetzt würfelt mal was, wo ein bisschen Rohstoffe kommen. Ja, wo für mich ein bisschen Rohstoffe kommen. Wie für dich? Und wann soll das losgehen? Gleich. Gleich. Ja, was ist denn mit dir jetzt? Jetzt würfel ich mal. Ja, so habe ich das schon gern. Oh, so, ja. Schon mal Anfang. Oh, ich kann jetzt nichts tun. Weiter. Ich sehe schon die 7 fallen. Ich sehe es. Drück den Knopf, Mr. Cracks. Ach so, sorry, das habe ich gar nicht bemerkt, dass ich dran bin. Ja, ich sehe die 7 schon kommen und bums. Ah, kommt die 7. Danke, de Boo. Wollt ihr gar nichts machen. Surprise. Du musst es erstmal abgeben, ne? Aber schade, dass du das nicht an mich abgibst. Leider. Leider, leider. Ja, der Räuber will ja auch was für seine Dienste. Achso, jetzt kann ich das versetzen. So, ene mene miste, es rappelt in der Kiste, Ricky Cat hat 1. Nee. Cat hat 6 Punkte. 6. Und wenn die eine Straße kommt, dann hat sie 8. Also ich möchte an diesem Punkt nochmal betonen, hier wird niemand persönlich tangiert. Das ist alles nur spielerisch. Ich weiß, in welche Richtung das geht. Ich rieche den Braten bis hierhin. Das ist alles nur die Liebe. Ich rieche den Braten, ach. Na? Und man betone, er könnte ihn ja auf die 9 setzen, aber nee, lieber die 6. Hä, hey, wo sind deine 9? Nein, nein, nein. Ah. Wo ich halt auch dran stehe. Ah. Dann sind ja beide gestrahlt. Ah, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ja, das habe ich vorher schon gesagt, aber da hast du nicht zugehört. Nee, da habe ich nicht zugehört. Mm. Ja, und da kann ich mir das immer noch auswählen, aber 9 ist weniger als 6. 9 ist weniger als 6. Ja, 6 sind allein schon 3 Dinger, ja. So. Eben. Einkommensquellen. Ja, ich bin immer noch dran, sagt mir gerade der Computer. Flüstert dir der Computer das gerade ins Ohr rein? Der hat mir das gerade ins Ohr reingeflüstert. Ach Mann, es. Ja, okay, Ricky, ich mache jetzt schnell. Willkommen, komm doch rein. Ach, Schuhe, lass an. Kommt schon sowieso so oft. Da kommt der neue Hotzenplatz durch den Wald. Brauche ich gar nicht putzen. Das ist ein Überfall. Ja, ich habe gar nichts, aber gut. Will jemand Stein haben? Also, Madfrosch, möchtest du Stein haben? Ja, ich möchte Stein haben. Du heißt nicht Madfrosch. Madfrosch. Nee, ich will nichts. Ich hab. Du willst mein nichts. Schnauzen ist voll. Verstehst du? Ach Mensch, okay. Ja, ich gut. Ich hab ein Fressbrett reingekriegt. Dann machen wir, 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 dann machen wir. Nach deiner Mama kannst du später schreien. Okay. Dann machen wir doch mal hier mit The Bank. The Bank und so. Und zack, puff, peng. Autsch. Und The Play is on. Ui! Oh, hallo! Also ratet mal, was ich machen kann. Ja, nix. Geil. Los geht's. Ja! Endlich hab ich mal die Macht. Och, aber ich fand's schon nett. Tschüss, Räuber. Es war echt nett, aber ich glaube, du könntest jetzt mal woanders hausen. Oh, danke schön. Holzi Holz. Okay, ich kann aber trotzdem nichts tun. Weiter geht's. Du Schaumschläger. Ja, aber es war mal schon mal eine Genugtuung. Oh, ja. Oh, nicht schon wieder die 2. Du musst ja auch mal kommen. Weiß schon. No way. Ach, lass die Schuhe an, komm rein. Ja, ich hab dir schon deine Lieblingssendung angemacht. Guck sie dir einfach an. Willst ein Sandwich? Ich mach dir ein Sandwich. Das ist ein Ricky-Sandwich. Schmeckt gut. Jetzt lass ich mal kurz überlegen, was ich jetzt mache.
Insgesamt. Ach. Die Insgesamtplanung kommt. Der Insgesamtplan. Die Insgesamtplanung kommt, ja, genau. Skrobel. Der 10-Stufen-Plan. Wo sehen Sie sich denn in 5 Jahren? Was machen Sie denn da? Was haben Sie denn da beruflich vor? Aha. Aha, so, da fühlt er sich hier wohl. Da fühlt er sich so wohl, dass er gleich Straßen bauen muss. Nee. Hier expandieren wir, als gäbe es kein Morgen. Ey. Oh! So, hat mir jemand einen Stroh? Nein. Tolle Garde. Die Musik ist so beruhigend, ne? Oh, ganz beruhigend, ja. Wenn der Räuber bei dir mal daheim wäre, da will ich auch mal sehen, wie beruhigt du bist. Mann, bin ich beruhigt. Hat jemand ein Holz? Neu, ja, wie nein. Nicht. Bin nicht so beruhigt. Der Räuber ist echt, er will halt echt viele Sandwich. Ich komm gar nicht hinterher. Oh, und ich muss immer toasten und überbacken und toasten und überbacken. Ja, hoi. hat jemand Holz? Neu. Hast du Holz, Rosch? Was möchtest du denn? Okay, ja gut. Niemand will mit mir handeln. Oh. Ach, das ist aber nett. Nicht dein. Komm, echt. Ja gut. Wer hat Holz? Wer möchte Holz bieten? So, sagen wir mal so. Ich will Holz. Nein, wer bietet Holz? Ich will auch Holz. Wer bietet Holz? Niemand bietet Holz. Ja, ich will das auch. Ja. Was willst du für ein Holz? Ich wusste es. Holzi. Holz. Ja, was brauchst du denn? Nein, ich brauch Holz. Ich kann dir alles geben, außer Holz. Also ich habe ein Holz, ich will dafür 2 Getreide und 4 Steine. Das habe ich. Nein, 3 Steine. 3 Steine. Das habe ich leider nicht. Nein. Nicht? Ich habe keinen Stein. Ich kann dir Lehm bieten, ich kann dir Schäfchen bieten und that's it. Ich kann dir auch Lehm bieten und auch Schäfchen bieten und auch Getreide bieten. Okay, das sieht aus, dass wir nicht in... Okay, wir sind nicht im Recall. Nein, wir sind nicht im Recall. In dieser Runde kein Foto. Kommt eh die 7. Nee. Geht noch. Nö, die 7 wäre gar nicht so falsch. Nee, die 8. Ja. Toll. Echt geil, okay. Ich hol mir ein Bier. Ja, dann machen wir hier, Okay, ach so, ja. Geht, macht weiter. Ja, dann machen wir weiter. Genau. Hat jemand Holz? Ich habe gar nicht aufgepasst. Nee. Hast du Holz? Nee. Nein. Nothing. Mann. Yes. Hast du noch Holz, Matt Frosch? Nein. Der hat 10 Rohstoffe. Scheiße. Ich kann auf gar keinen Fall Holz haben. Ja, wie gesagt, ich kann auf gar keinen Fall Holz. Ja. Ja, Ricky, weißt du, wenn der Räuber nicht bei dir stehen würde, dann würdest du vielleicht immer Holz kriegen. Ah, ups. Ja. Die Rohstoffe deiner Wahl gegen nur ein Holz. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Kannst du auch mischen.
So machen wir das. Ja, ja. Die sieht alles klar. Okay. Kann mir jemand noch ein Bier holen? Schon wieder. Ich habe irgendwie noch nicht genug. Der Bierdurst. Tja. Da fetzt gerade rein, der Bierdurst. Hey. Und wo? Ach so, kommt wohin versetzen? Der Räuber hin? 5 gegen 5. Da bin ich am Zug. Ist voll blöd, dass ich an so vielen Positionen bin. Ich kann eigentlich nur das oder das nehmen. Ja, komm, dann machen wir das mal so. So, wen nehmen wir? Wen nehmen wir aus? Ich habe gerade 5 Karten abgedrückt. Ja, ich weiß. Okay. Das finde ich jetzt aber schade. Dass er gar nicht bei mir zu Besuch kommt. Das geht nicht. Das geht natürlich hier. Das könnte ein taktischer Vorteil sein. Komm, machen wir mal so. Dann löst es mal ganz taktisch. Ja. Möchte mir jemand Holz geben im Austausch von Lehm? Die Frage ist, möchte ich die Ricky oder den Cracks gewinnen lassen? Was ist denn das für eine Frage? Dementsprechend handle ich eher mit dem Cracks oder mit dem Ricky. Rohstoffe habe ich immer alle. Immer. Ja, genau. Immer alle. Außer, hab ich immer außer eins. In der Tasche. Fehlt immer. Okay. Eins wanna fehlt. Have a look? I have some also. Souvenirs for you. Eins fehlt immer, damit ich mir eben eine Hütte da unten. Do you want sunglasses? I have sunglasses. So much sunglasses. Also. bieten Sie mir Holz? Ich biete Ihnen Lehm? Ja? Stille. Ja, komm, ich spiel ernsthaft. Das bringt ja nichts, wenn ich euch jetzt supporte und ihr dann. Ja, was denn nun? Dann müsste ich mich entscheiden. Ich liebe euch ja beide. Ihr seid ja beide so Zuckerschnecken, ne? Ihr Zuckerschneckens? Schneckerig, hm? Hab kein Holz. Wo sehe ich das denn? Das kann ich dir leider nicht bieten. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Oh, komm schon. Das tut mir leid. Komm schon. Ich habe keinen Stein. Ich hab den Deal ein. Ich habe echt keinen Stein. Ich habe auch keinen Möchtest Stein. Du irgendwas anderes handeln? Matt Frosch. Okay. Ich merke schon, in welche Richtung es geht. Ja, gut. Gib den Stab weiter. Du hast gerade mir meinen Rohstoff geklaut, ja? Da hast du noch die 7 gewürfelt, ne? Die Frechheit, allein die 7 zu würfeln. Dafür gibt's eigentlich die Todesstrafe. Ja, dafür kann ich ja nichts. Ja, okay, ich habe 2 gewürfelt. Dafür gehöre ich eigentlich auch in die Hölle. Hey, ich hab mehr dafür gekriegt. Mäh. Oh, sehr schön. Toll. Hat jemand ein Holz? Ja. Was brauchst du denn? Alles. Okay. Alles? Dann gebe ich dir alles. Wenigstens nicht auf den Kopf gefallen. Ich meine, das ist ja mal wenigstens hier. Das geht ja in die richtige Richtung. Hä? Und aber nicht angenommen. Ja, Ricky, dir fehlt noch 2 Siegespunkte, ne? Und du musst nur noch eine Straße bauen. Ja, aber bauen, du willst jetzt gar nicht mit mir handeln. Ich darf nicht. Die Etikette lässt mich zu. Sonst ist das Spiel ja gleich vorbei. Okay. Ja, nee, der Crack soll schon noch eine Chance haben. Ja, es wäre mal schön zu gewinnen, ja, hier.
Ja, aber die Riki, die wird gewinnen. Ich glaube, ich kann noch so versuchen, das zu blockieren, aber die Riki hat schon die Übermacht. Im Endgame ist Handeln immer schwierig. Persönlich handelt es wenig im Endgame. So, so. Deswegen sind Hafen wichtig. Das stimmt. Aber ich habe echt nicht so viel. Drei. Oh. Ja, das ist so krass, wie einfach echt nicht meine Zahlen kommen. Ne? Geil! Geil, 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 geil! Ja, was machen wir denn da? Ich würde schon fast sagen, möchte mir jemand Holz geben? Ich biete Lehm. Ich hab kein Holz. Also versuch's halt mal. Ich hab Holz und ich brauch alles. Wie viel Holz hast du denn? Ich brauch alles. Eins. Du hast ein Holz. Ich hab von allen Rohstoffen einen, außer Schaf. Ja gut, dann versuchen wir es doch mal hier. Moment, ich muss mal gucken. So. So, okay, machen wir so. Und so. So blöde Deals hier. Hilft mir ja gar nicht weiter. Nee, das kann ich. Ich kann jetzt nicht aus Solidarität einen Deal machen. Das geht nicht. Okay. Okay, okay, okay. Boah, Moment, biet mir den Deal nochmal an. Und auf dem Icarus hier, nee, nicht Icarus hier, auf dem Fusion da, da lässt du doch mal schön ein Bierchen springen, ne? Da wäre ich dabei. Auf dem Icarus. Da bin ich doch sofort dabei. Ich schreib's hier auf. Das, nee, hier. Du brauchst es nicht aufschreiben, ich merk mir das. Fusion plus eins Bier. Plus eins Bier. Ja, okay, ja. Das ist okay, das ist okay. Es wäre echt sehr schön, wenn die Fusion dieses Jahr stattfindet. Ja, ansonsten dann nächstes und, Jahr, ist ja nicht so schlimm. Und vor allem, und ihr dann da nochmal so draufkommt, so, oh, vor einem halben Jahr, du hast mir doch noch gesagt. Oh, es wäre schön. Ja, ich komme da immer drauf. Ja, da müssen wir mal... Ja, da kommen wir... Also... Merkt euch das, wir können nächstes, also wenn wir nicht dieses Jahr können, können wir nächstes Jahr. Also von dem her, unser Platz ist safe, alles easy. So. Immer das Positive sehen. Immer positiv sehen, genau. Ja, aber ich glaube, die ersten richtig großen Events, die werden halt wahrscheinlich so episch. Ich glaube halt, weißt du, es ist ja nicht nur der Einzelne, der dann sagt, oh cool, ich bin jetzt wieder in so einem großen Event. Ich denke, wie sagt man, die Dynamik an diesen Orten wird wahrscheinlich unglaublich sein. Ich ja, aber die große Hoffnung. Aber die müssen ja trotzdem auch schauen, dass das halt ordnungsgemäß halt vonstatten läuft, ne? Du kannst ja nicht sagen, okay, du machst jetzt ein Event mit 100.000 Leuten. Also von dem her finde ich das von der Fusion schon sehr, sehr geil, dass du sagst, okay, du splittest das Ganze, machst 30-30. So, dass das wenigstens schon mal ein bisschen geteilt ist voneinander. Und ich glaube, wenn das nicht dieses Jahr so stattfindet, dann wird das nächstes Jahr genauso stattfinden. Ich ja, wäre gar nicht dagegen. Ja. Ja. Hätte ich jetzt hoffen wir mal. Echt, ich meine, klar, wäre es schön dieses Jahr, aber ich meine, es ist so eine coole Sache, das läuft uns nicht davon. Ja. Wir haben unseren Platz safe, wir haben 2 Jahre drum gekämpft und... Kann ich vielleicht einmal in meinem Leben irgendwas würfeln, dass ich danach was machen kann? Oh Gott, Leute. Ihr werdet zu zugepflastert mit dem ganzen Zeug. Ja, ist ja, ist ja herrlich. Herrlich. Hat jemand ein Holz? Ja, was bietest du? Was brauchst du denn? Mäh oder Stein? Ich hab Mäh für dich. Ja. Dann machen wir das. Okay.
Ich glaube, ich habe das erste Mal von dieser Sex überhaupt was mitbekommen. Sexy Sex? Ich habe das erste Mal was gespürt. Like a virgin. Könnt ihr mir sagen, wie viele Siedlungen man bauen kann? Das siehst du immer an deinen Häusern unten. Du kannst keine mehr bauen. Du hast 5 schon auf dem Brett. Du musst quasi erst eine Stadt bauen, dann hast du wieder die eine wieder frei. Okay, verstehe. Das siehst du aber auch am Spielbrett, weißt du, unten neben den Baukosten, da sind ja deine Straßen und deine Häuschen aufgestellt und da siehst du es auch visuell. Ja, okay. Ja, gut. Ui, begeistert klingt das nicht. Okay, 10 Rohstoffkarten, nicht begeistert, 7 Siegespunkte. 7, komisch, da ist irgendwie Erfolg und. Und so eine Karte hat er auch, die er irgendwie gar nicht benutzt. Möchte jemand Stein geben? Ich biete Lehm. Ich habe keinen Stein. Alter, ich bin so zu mit Lehm. Ja, aber keine Lehm mehr, dann kriege ich Verstopfung. Nein. Lehm verstopft den Darmtrakt. Die Bohren. Aber Herr Medfrosch, haben Sie denn Stein? Ja. Ja, was möchten Sie denn dafür haben? Gott, das ist so eine dumme Frage. Ich will, kannst du mir dafür 6 Siegespunkte geben? Ach komm schon. Das ist schon realistisch sein, ne? Aber dann müsste ich jetzt... Liste führen. Wir haben ja schon ein Fusion-Bier. Wie viel soll's denn noch werden? Ich kann ja auch 2 Fusion-Bier geben. Das ist kein Problem. Und irgend so ein Schnitzel oder so ein veganen Dinger da. Das wird schon so ein schwierig. Dinger? So ein Langosch. Ja, aber es Langosch. Kommt... Ja, wie steht's mit Langosch? Es kommt drauf an, was du zu bieten hast. Was du. Und ein Stein. Ein Stein. Und was willst du dafür haben? Ja, ist mir doch, Langosch. Langosch, okay. Und Wegbier, aber ich will ein exklusives Wegbier, sodass Ricky Cat kein Wegbier bekommt. Was? Und ich dann so... Ja, ja exklusiv moi. Dann bist du so ganz alleine da drin. Ich bin der Räuber. Was bedeutet das? Es bedeutet einfach nur, dass du im Vorteil sein möchtest. Und ich im Nachteil bin. Ja. Was? Geht das? Ich dachte, wir wären Freunde. Also das heißt, ich kann dir alles anbieten, oder wie? Ja, biete mal. Ja, biete doch mal was. Biete doch mal deine Melonies. Biete doch mal. Some sunglasses. Okay. Na, was kommt jetzt? Hau dich, drück den Knopf. Das hab ich nicht. Ich hab keine 3 Steine, ich hab nur 1 Stein. Außerdem Wildcard-Angebot gegen nichts. Genau, gegen nichts. Du hast gerade echt komisch geboten. Ich meine, gegen nichts. 1 Stein. Ich hab nur 1 Stein. Das hab ich nicht gesehen. Also 2 Leben und 1 Stein gegen irgendwas. Och, ich biete nichts, aber ich möchte. Ich hab falsch angeboten. Ich wollte doch nur Lehm bieten. Warum so ein Mist? Soll ich das nochmal anbieten oder los? Jetzt nochmal, komm. Ja, wir wachsen an unseren Herausforderungen. Ja, aber du. Okay, ich versuch's nochmal. Der Frosch hat doch auch nur einen Stein. Und ich hab 0 Steine, 0. Ja, aber das bringt mir nichts. Ach, Mist. Ja, dann weiter dann mit drei, dir, weiter. Drei also in deiner Sprache, 3 Ziegelsteine, 1 Steinistein und 4-fach Stroh. Nein, der hat gesagt, stimmt, Ziegelstein. Okay, ich do it anders, ich mache... Ich mag mit der Bank, ich drück den Knopf mit der Bank. Hä? Wieso muss ich jetzt auf einmal... Ach so!
Ah, Le Banque ist nette. Oh, cool. Ja, weil du am Hafen bist. Ja, geile Scheiße. Du musst noch drei Rohstoffe wechseln. Ja, Hammer. Hammer. Hat's bei Ihnen schon geklingelt? Jetzt hat's geklingelt, ja, genau. Jetzt hat's geklingelt, aber volle Kanne. Jetzt hat's geschnaggelt. Telefon, Telefon, komm, heb doch ab. Kannst du mir das bitte als Voice-Nachricht schicken, dann ist das mein neuer Klingelton. Wollen wir denn nochmal was bauen? Ja, bauen sie doch einmal. Der Bausparer ist doch schon längst voll. Ja, okay, ist ja alles gut hier. Die Bausparsumme, die ist schon gleich, genau, und die ist schon gleich auf ihrem Konto. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich bin schon dabei. Wir machen eine Echtzeitüberweisung. Oh, das gibt's nicht. Ich bin dran. Wie lange habe ich auf dieses Glücksgefühl nochmal würfeln zu können gewartet? 3! Yippie! Da kann ich nix. Oh, shit. Bitte keine 7. Bitte keine 7. Oh, Gott. Puh. Okay. Bada boom, bada bim, bada bim, bim, bum, bam, bam, bam. Baba dim, bam, bum. Chabi dim, bim, bim. Mach ich das, glaube ich. Nee. Ach, Scheiße. Da habe ich mich verkalkuliert. Upsi! Aber passiert. Passiert den Besten. Das passiert den Besten. Das Schlimme ist ja, ne? Also was heißt das Schlimme? Ist ja nicht Schlimmes. Aber wenn ich so den Avatar von Ricky angucke, dann denke ich mir so, das könnte auch Ricky sein. Ich sehe doch niemals so aus. Ja, so 50%. Was? Ich sehe niemals so aus. Ich habe niemals so... Blonde Haare. Ja, das kommt eher so straßenköterblond, ja. Die Augen vielleicht, ja. Aber sonst keine Ähnlichkeiten. Und Pfeil und Bogen habe ich jetzt auch nicht... Habe ich jetzt auch nicht so drauf. Da habe ich einfach nur auf Gummitiere bisher geschossen. Ach so. Na, was machen Sie denn noch? Ich mache noch was. Alter. Und ich habe gewonnen. Was? Da ist mal einmal kurz auf dem Klo hier. Das gibt's doch gar nicht. Yes. Wie passiert? Ich habe gewonnen. Dritte Platz, 4 Punkte. Okay, cool. Ja, beim nächsten Mal würfelt er mal gefälligst meine Karten. Hey. Ich habe sogar was freigeschalten bekommen. Eine Gildenmitgliedschaft. Fuck you. Was? Es ist echt, also was soll ich denn dazu noch sagen? Es ist echt zum Kotzen. Irgendwann mal gewinnst du auch. Hm. Irgendwann. Aber es war doch ein super Spiel. Ja, es war echt mal an der Zeit, dass ich auch verlieren muss. Ja, du sowieso. Du sowieso. Du kannst nicht immer gewinnen. Tut schon weh, aber man muss dann auch verlieren. Haben wir denn jetzt hier Spielerprofil? Ich würde jetzt gerne mal hier ein bisschen was ausprobieren. Ich würde gerne ein Haustier sein, nicht so ein Ding. So. Ah, das kostet alles. Oh, so ein Alpaka. Du bist noch kein Haustier? Nein, ich kann kein Haustier nehmen. Was ist noch nicht? Was ist das denn? Man kann sogar einen Alpaka nehmen. Ja, sag ich ja. Voll ja, geil. Oh mein Gott. Das ist ja echt cool. Für 100 Gold. Katan-Gold. Aber dann individualisiere ich doch mal hier meinen People.
mein People. So, machen wir mal so ein bisschen braun. Augenfarbe, das passt. Mach mal die Schlitzfrisur da raus. Ja, weil Herr Krax gerade vorher gemeint hat, dass ich meinem Avatar so ähnlich sehen würde. Also ich sehe meinem Avatar nicht ähnlich. Der hat irgendwie... Scheiße, ja. Ich krieg die Haarfarbe nicht so hin. Aber so von der Frisur könnte schon hinkommen. Ja. Augenfarbe ist auch braun. Bart ist da. Ich finde viel cooler, wenn man die Kopfform ändern könnte. So dicken Kopf, dünnen Kopf, lange Ohren, kurze Ohren, irgendwie so. Ja, man kann aber kein Nichtbart. Ah, doch, man kann Nichtbart machen. Ach, das geht sogar. Der hat Nichtbart. So, Nichtbart. Bei Bart, boah, krass, da gibt es sogar noch eine zweite Seite. Kann man so Alchemie des Bart machen. Man kann sogar den Spieltisch freischalten, wie der aussieht. Da kannst du noch ein Stück Schinken mitnehmen. Wikinger-Spieltisch. Okay. Echt nützlich. Ja, da wäre die Dudo sofort dabei. Spieltisch. Aha. Ah, interessant. Interessant. Aber vielleicht lässt sich das ja auch in der Zukunft freischalten. So, so was meint ihr denn? Wollen wir noch mal eine Runde spielen oder habt ihr noch Bock? Ja, die Lust ist noch da. Frau Rikiket? Ja, aber ich würde mir noch ein Bierchen holen. Ja, das ist okay. Dann machen wir doch mal hier... Eins. Dann würde ich doch mal sagen, dann machen wir mal hier kurz eine Little Break. Und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Was dann wahrscheinlich irgendwie Folge 7 oder so sein wird. Pipapo. Ja, in dem Fall. Bis dahin.